Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Video von eurer Gameplayerin. Ja, leider musste ich die Hintergrundmusik ausschalten. Ihr wisst schon, wegen lizenzrechtlichen Gründen. Aber jeder, der das Spiel selber spielen möchte, den kann ich wirklich nur empfehlen, die Musik anzumachen. Es ist ein absolut geiler Flair. Schade, dass ich euch das leider nicht näher bringen kann. Aber was wir jetzt sofort machen werden, wir werden ein neues Spiel starten. Bereit, mein König. Sag dir, Nickes, bist du je mit deinem Sohn fischen gegangen? Nein, nie. Ich habe nur das Soldatenleben kennengelernt. Ich wäre gern mit meinem Sohn fischen gegangen. Aber nun... stellen wir uns unserem Schicksal. Spartiaten! Jeder eurer Atemzüge hat euch zu diesem Punkt gebracht. Jeder Tropfen Blut, Schweiß und Tränen, all das führte euch dahin, wo ihr steht. Hier und jetzt. Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan. Ich sage, wir huldigen den Göttern mit ihrem Blut. Was sagt ihr dazu, Spartiaten? Für unsere Söhne. Für unsere Töchter. Für Sparta. Ja, wäre schön, wenn ich fortsetzen dürfte. Wieso ist er jetzt hier reingegangen? Was war das jetzt? Ich habe noch nicht mal irgendeine Taste in der Hand. Leute? Darf ich vielleicht erstmal gucken, wie ich spiele? Das finde ich aber nicht nett, dass der mich hier so reinwerft. Also rechte Taste, okay. Halte LB und drücke A. Oh, okay. Ich glaube, der ist etwas stärker als ich, kann das sein? Aha, muss der unbedingt in meine Richtung kommen? Geh weg! Also, sorry Leute, dass ich gerade jetzt nicht so viel rede, aber ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen angespannt, weil der eine Typ irgendwie immer hinter mir herkommt.
Und der doch um einiges schwieriger ist als die anderen. Ich weiß jetzt auch nicht, da ist schon wieder so einer. Der verfolgt mich auch ständig. Was ist das? Muss ich hier irgendwie auf die andere Seite rüber, oder? Müssen wir die alle platt machen? Kann das sein? Entschuldigung, war das meine eigene Leute? Wenn ja, tut mir leid. Entschuldigung, das war glaube ich wirklich unsere. Na los, geh kaputt, geh kaputt. Du auch? Ich habe keine Ahnung von dem, was ich tue, aber ich bin gut da drin, glaube ich. Zumindest bis gerade, ne? Oh, oh, oh. Kümmert euch um die Großen. Ja, macht bloß nicht das mit dem A. Ist der kaputt? Ah, der ist kaputt. Okay, sehr gut. Kümmert euch um den Großen, die mag ich nicht. Kommt alle hier auf den Großen. Alle auf den Großen, Leute. Ja, den wollte ich jetzt nicht treffen, aber ist in Ordnung. Der haut ab! Du Sau! Ich bin ein wenig im Kampffieber gerade gewesen. Oh oh. Sag mal bitte nicht, das ist so ein großer. Kümmer dich, erspart dir ab! Ich bringe Xerxes deinen Kopf! Drücke R, um den Gegner zu erfassen, okay. X, um auszuweichen. Ich bringe Xerxes deinen Kopf, du törichter Bastard. Komm und hol ihn dir. Ja, ich kann ihn gar nicht angreifen. Was ist das? Ich trinke deinen Lebenssaft. Ich krähe dir die Augen aus. Versuch es und du wirst scheitern. Xerxes ist der König der Könige. Alle beugen sich ihm, wenn ich dich erst ausgelöscht habe. Komm, du Narr! Genug geredet, jetzt stirbst du. Mein Sohn ist mehr Krieger, als du es bist. Wenn ich mit dir fertig bin, werden alle Söhne Spartas Xerxes Sklaven sein. Spartas Söhne sterben lieber! Das lässt sich arrangieren. Ja, du sollst doch ausweichen. In der Armee bist du nicht mehr so vorlaut, was? Warum blutest du dann so stark? Was? Ah, du sollst ausweichen, Junge. Kapierst du das nicht? Na los. Ja, komm. Komm, 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 komm. Dich meine ich nicht. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen muss. Was ist der denn? Ja, weich bloß nicht aus, genau. Egal, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gedrückt habe, weil der irgendwie nicht das angenommen hat, was ich gedrückt habe, aber... Hauptsache, wir haben gewonnen. Obwohl ich zugebe, dass ich ja lieber eine Frau gespielt hätte.
Frauen sind irgendwie cooler in der Schlacht. Wir wurden verraten, mein König. Xerxes weiß von dem geheimen Gebirgspfad. Sie kommen. Bis zum Morgen seid ihr komplett umzingelt. Wir sind Spartiaten. Wann sind wir es nicht? Spartiaten? Dieses Wort wird nichts mehr bedeuten. Wenn Xerxes euch vom Angesicht der Erde... Oh. Den heutigen Tag werden die Perser niemals vergessen! Und dann morgen wird sich die ganze Welt erinnern! Und der ist nicht ab 18? Endlich. Wow, das ist Cas Layla. Glaubst du wirklich, das ist der Speer? Oh ja, das ist er. Und das Buch lag fast genau darüber. Ich hatte noch nie so viel Glück in meinem Leben. Okay. Los geht's. Willst du dem Ding wirklich trauen? Ich meine, das Buch könnte... Fein hoch, Victoria. Du bist der Boss, Boss. Ich bereite alles vor. Okay, gut, pass auf. Ich habe seit dem letzten Mal ein paar Änderungen vorgenommen. Mit der modernen Technik kann man einfach nicht Schritt halten. Ich kann die Simulation auf die maximale sensorische Synchronisation einstellen, wenn du möchtest. Wir nehmen zum Gucken natürlich erstmal die einfache Immer Version. Ein Schritt nach dem anderen. Verstanden. Wenn du das alles etwas intensiver erleben willst, kann ich die Einstellung auch später noch anpassen. Hier legst du fest, wie viele Informationen ich dir einspeisen soll, während du im Animus bist. Okay, also der geführte Modus, ein eher traditionelles Spielerlebnis. Marker werden zu jeder Zeit angezeigt und Questziele erhältst du automatisch. Erforschungsmodus, ein neuer Ansatz. Du musst die Welt selbst erforschen, um Zielpersonen und Questziele aufzudecken. Das ist das Spielerlebnis, das für Assassin's Creed Odysseus vorgesehen haben. Das ist mir sowas von egal, was ihr vorgesehen habt. Aber geführter Modus wäre natürlich schon gut, weil ich möchte natürlich auch alles zeigen können hier auf dem Channel. Und wenn ich irgendwas nicht finde, ist das natürlich doof. Gib mir alle Informationen, die du hast. Ich gehe da ganz sicher nicht ohne Hilfestellung rein. Ich helfe doch gern. Du kannst das jederzeit wieder ändern. Hör mal, Layla, bevor du da reingehst. Wenn dieses Buch recht hat, werden der Speer und die Geschichte alles verändern. Du setzt viel Vertrauen in eine ziemlich unzuverlässige Quelle. Historiker oder nicht, dieser Typ schrieb über magische Objekte und den Willen der Götter. Herodotos ist nicht Homer, sondern der erste Geschichtsschreiber. Und in diesem Text steckt mehr Wahrheit, als du vielleicht glaubst. Wem sollten wir bei der Suche nach ISO-Artefakten mehr glauben, als dem Mann, der sagt, er hätte einen ihrer Nachfahren getroffen? Ich weiß aber... Du musst mir vertrauen. Vielleicht hast du recht und dieser Speer und das Buch haben nichts zu bedeuten. Aber etwas sagt mir, dass es nicht so ist. Und ich werde Abstergo nicht den Vortritt lassen. Du hast recht, wir haben sowieso nichts zu verlieren. Es gibt nur ein kleines Problem. Und das wäre? Das Manuskript ist in schlechtem Zustand, gelinde gesagt. Und die DNA auf dem Speer konnte zwei Personen zugeordnet werden. Du musst dich für einen der beiden DNA-Stränge entscheiden. Die Wahl liegt bei dir. Definitiv eine Frau. Ich nehme doch keinen Mann, wenn ich meine Heldin spielen kann. Sie wird uns helfen zu finden, wonach wir suchen. Ich habe da ein gutes Gefühl. Alles klar, Boss, dann können wir anfangen. 431 vor unserer Zeit. Wir kommen. Der Beginn des Peloponnesischen Krieges. Viel Glück da drin. Ich will dir keinen Druck machen, aber es hängt alles von dir ab. Diesmal wird Abstergo nicht gewinnen. Wenn dieses Buch recht hat und wir das Artefakt wirklich finden, können die Assassinen endlich zu alter Stärke zurückfinden. Du schaffst das schon. Oh, und Victoria? Lies das Buch. Es enthält Geheimnisse, die ich alleine nicht finden werde, wenn ich da drin bin. Aye, aye, Captain.